Das war auf jeden Fall schon mal ein richtig guter Pass. Ja, also, was ich sehe, gefällt mir gut. Ball läuft gut bei Gießen. Funic gegen Bona. Bona hat natürlich Größenvorteile, aber Funic macht das super. Ja, da hat er den Körper sehr gut eingesetzt. Dass du auch siehst, beide Teams lässt sich nach neutralisieren. Sich super Stil von Bona, der es krachen lässt. Ja, gefällt mir gut, der Bona. Krauser auf Bona. Hat dann viel Platz und trifft. Der Ex-Gießner. Ist es nicht. Aber ja, das kann natürlich in die Hose gehen. Aber man kennt hier geht's nicht in die Hose. Man kennt es von Chris öfter. Und so eine Mannschaft kann damit umgehen. Also, und auch ein Krauser gerade wieder reingekommen. Kein Problem. Krajcovic, ja, gegen Krauser kommt nicht vorbei. Und dann wäre natürlich ein Wurf von außen eine Option. Aber er probiert es zum Korb zu ziehen. Ja. Und wenn das nicht mal the basket attacked ist, dann weiß ich auch nicht. Also das war doch im Grunde genau das, was Ignatovic sehen wollte. Absolut. Raus auf Benzing. Und der Pass, ja. Jetzt läuft bei Gießen und Harris ist stinksauer. Bei Hagen ist noch Youngster Jordan Iluania auf der Bank. Der vermutlich nur dann kommen wird, wenn die Sache gelaufen ist. Ja, jetzt sieht man hier, Gießen ist viel enger dran in der Verteidigung. Und aber das muss man auch erstmal machen, sie früher zu stören bei den Aktionen. Hier sieht man es auch. Pick and Roll geht nicht mehr so ganz einfach. Und Krauser wirft sich trotzdem warm. Noch so ein Ding. Organisiert und nicht so hektisch. Block von McCall. Wieder einstellig auf 9 ran. Ja, der ist da durch. Snyder. Ja, sehr starken, schnellen Antritt. Ja, die Lücke hat er gut gesehen. Hier Platz für Karl. Trifft. Luca Finn, Karl. Verkürzt wieder auf minus 8. Hey. Die direkte Antwort. Ja, den musst du dann aber auch treffen. Ja. Oder man kann das. Hinspiel damals wegen der Verletzung nicht dabei. Wilson gegen McKenzie. Die Offensivmaschinerie ist jetzt noch besser geölt bei Gießen. Also da sind einige Sachen dabei, die gefallen mir gut. Aber auf beiden Seiten. Ne? Also jetzt absolut, das Spiel absolut. Gewinnt jetzt in den letzten paar Minuten nochmal richtig an Klasse. Starker Pass. Ah, da den Bodenpass zu spielen von Bona. Super gesehen. Das war Glück für Phoenix gerade. Und da. Ja, so, jetzt ein Fastbreak, Karl, darf er sich eigentlich nicht nehmen lassen, aber da ist Snyder, das gibt's doch nicht. Snyder verhindert die Punkte gegen Karl. Ja, da hat Bona auf der anderen Seite. Da hat Karl im Leben nicht mitgerechnet, dass er doch, ja, klein anmutendes Snyder ihm dann noch gefährlich werden kann. Aber wir haben gerade schon mal gesehen, der kann auch fliegen, der Snyder, und das hat er gezeigt da jetzt in der Defense. Aber das ist ein Spieler, bei dem man es vielleicht eher erwartet. Ja, und da ist dann einfach die ganze Klasse von Robin Benzing. Benzing noch das Dribbling gegen den kleinen Mann. Schulz gegen Snyder. Und er passt. Also Gießen startet gut in das dritte Viertel. Hier lassen sie Bohennen allerdings sogar ein bisschen Platz, sodass er werfen kann und das auch gut macht und trifft. Ja, Schiedsrichter haben aber auch ein paar Sachen einfach laufen lassen, was auch jetzt ganz gut gegangen ist. Das guter Block von Bona. Und dann haben sie ihn. Und Snyder mit Foul. Und Esche rastet aus. Benzing will fast schon abziehen gegen Bohennen. Boah! Wichtige Phase jetzt im Spiel. Wilson, das ist der Ausgleich. 51-51. Absolut offenes Spiel, was wir jetzt erleben. Krauser mit dem Dreier gegen Funic. Ja, ist ein dritter Dreier, glaube ich. Ist dann noch die andere Frage, aber jetzt bleiben wir erstmal hier in der zweiten Halbzeit. Hagen muss den Schwung nutzen. Nawrocki, das macht er super. Hagen damit wieder 5 vorn. Unterstützung der Halle ist auch voll da. Wilson. Ja, Wilson hat jetzt aber wirklich Selbstbewusstsein getankt.
Niamatschrift. Der nächste Ausgleich 56-56. Und das ist jetzt hier ganz entscheidend auf dem Weg ins Schlussviertel. Starker Pass von McCall. Hagen jetzt wieder mit Vibes aus der ersten Halbzeit. Für mich hat die Wiedereinwechslung von Bona auch noch mal einen positiven Effekt gehabt aus Hagener Sicht. Krauser, wow! Ja, da hat er wirklich Speed. Trajcovic wird gedoppelt. Niyama mit Platz, das macht er gut. Raus auf Figge. Und der passt. Ja, jetzt ist es Zeit, genau, ein bisschen Ruhe reinzubringen, Spiel vernünftig aufzubauen. Für einen guten Wurf, guten Abschluss zu arbeiten. Und er kommt von Devontae McCall, dem Ex-Panther, der sich sehr, sehr wohl zu fühlen scheint in Hagen. Sehr cooler Spielertyp, wie ich finde. Sehr athletisch und auch ein guter Schütze. Ja, wir haben ja einmal gesehen, wie er da in der Defense zum Block hochgegangen ist. Da war ich in der anderen Etage. Aber das war auch cool. Ansatzlos, außer das Ding rein lagen. Und die haben wirklich dem Spiel wieder die Sicherheit reingebracht. Auch die eigene Abschlusssicherheit natürlich. Und es wird jetzt hier ein Dreierfestival. Snyder. Jetzt nenne ich ihn gerne Snyder. Big Power Ranking auf Platz 3, aber auch die Gießener gelten als Top-Team. Boah, was für ein Wilson. Ich meine, da war so schnell dann noch das Reverse dazu. Da hast du als Center da kaum noch die Möglichkeit, ihn hinterherzukommen, um ihn dann zu blocken. Aber auch das ist eine geile Aktion. Also, sehr hochklassig jetzt hier, direkt hintereinander die Aktion. Ah, guter Block. McCall bleibt am Meier hängen. Figge will den Ball, kriegt ihn nicht. So. Okay, den musst du auch erstmal machen. War auch ein lockeren Meter hinter der Dreierlinie. Ja, tut natürlich weh. Kriegt er noch einen Freiwurf hinterher. Mit McKenzie. Und dann im Drive zum Korb gegen Figge. Wow, Silas Snyder. Was für ein Antritt. Ja. Aber Figge hielt sich da zurück und wollte da jetzt keinen Foul kassieren. Oh, auf der anderen Seite Meier gegen Kraus. Ha, aber alles gut und Figge. Ganz cool. 3:30, das ist noch einiges an Zeit im Basketball. Benzing macht's jetzt. Wilson macht das super von Edgewar. And one. Ja. Letzte Minute des Spiels läuft jetzt. Und Bona verliert den Ball gegen Wilson. Das darf doch nicht wahr sein. Und dann auf der anderen Seite ebenfalls der Steel und Snyder. Krauser, die Halle explodiert. Wow. Was? Benzing. Trifft nicht. So, Hagen kann nicht ganz ausspielen. Das heißt, Gießen kommt gleich nochmal. Ja, das ist genau der zweite Angriff, den sie dann noch haben werden. Snyder, Hagen ist wieder vorn. Und das ist hier ein Five-Konzert, das ist unfassbar. Wilson, so, wer ist jetzt der Go-To-Guy bei Gießen? Müsste ja eigentlich ein Benzing sein. Oder macht Wilson es selber? Wilson macht es selber. Wilson trifft nicht und Hagen gewinnt das Spiel mit einem Punkt, 86-85. Der blanke Wahnsinn in der Ische. Wilson, der tragische Held, so ein super Spiel gemacht. Und wirklich Phoenix auch mit ein bisschen Glück. Gemutet.